Agogo. Ari zeigt auch heute wieder schöne, bemerkenswerte, verstörende Bilder aus dem Archiv. Heute mit Spezialgast Patti Basler. Direkt aus dem Stadtmuseum Aarau, mitten hinein in dein Herz. Und hier ist er. Please welcome Simon Ari. Voilà, Foto à Gogo, 6. Ausgabe. Danke herzlich für so zahlreiches Erscheinen. Es hat im Ringe Bildarchiv 7 Millionen Bilder und die zeige ich euch jetzt. Hier hat sich eine Frau aus Angst vor ihrem Ex-Mann in ihrem Haus verschanzt und Stacheldraht gezogen. Das Haus steht in Kölliken. Kölliken kann sonst ziemlich viel. Es hat zum Beispiel die erste Autobahnraststätte der Schweiz zu bieten oder auch eine grosse Sondermülldeponie hier gerade im Aufbau. Aber zurück zu der Frau, zur Kölliker Frau, die sich in ihrem Haus hat verschanzt. Sie hat ihrem Ex-Mann gegenüber mehrere Mal gesagt, hey, lass mich in Ruhe, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben und lass die Kinder in Ruhe. Bei ihm jedoch ist die Nachricht offenbar beim einen Ohr rein und beim anderen einfach wieder raus. Das hier ist eine Kommandozentrale vom Gotthardtunnel. Das hier ist ein Kontrollraum im Atomkraftwerk Betznau. Sie passt wahnsinnig gut zu der Gotthard-Kommandozentrale. Hier Gotthard, Göschene, Eröffnung vom Strassentunnel 1980. Das folgende ist eines meiner liebsten Bilder aus dem Ringe Bildarchiv. Im Februar 1963 ist der Bodensee gefroren. Hier Velofahrer mit Leitern, allzeit bereit. Allzeit bereit sind auch die hier, die gehen löschen. Durst löschen. Rivella Rot, hier mit Schnauz. Hier ohne Rivella. Der auch. Der auch. Der macht aus Fischen Würst. Das hier ganz etwas anderes. Das ist das Hotel Atlantis in Zürich von außen. Hier sehen wir es von innen. Das ist die Heidi-Darstellerin Katja Poletin mit ihrer Privatlehrerin während der Dreharbeiten zum Heidi-Film. Hier nochmal das Heidi. Das Mal ist es allein. Oder? Wenn wir näher hergehen, sehen wir beide Heidi. Apropos Schnauz. Ein Schnauz hat auch der Fürli-Bürger, der hier mit Rösser durch Baden gezogen wird. Das ist ein Fasnachtsbrauch, der bis zum heutigen Tag praktiziert wird. Hier sind wir im Jahr 1945. Es wird jeweils eine nicht sonderlich sympathische Figur gebastelt und mit Feuerwerk gefüllt. Also öffentliche Verbrennung von einer Stoffpuppe, die mit Feuerwerk gefüllt ist. An was erinnert uns das? Hey. Aber um was geht es beim 6-Lüten? Je früher der Kopf explodiert, desto schöner wird der Sommer. Wow! Baden kann da nur lachen, die machen ein riesen Pipapo. Der Fürli-Bürger ist nämlich immer für jeden Scheiß, der in Baden ist passiert im letzten Jahr, die Schuld. FC Baden hat den Aufstieg nicht geschafft, Massenentlassung in einer Firma. Fürli-Bürger ist immer die Schuld. Er wird in Graben transportiert und dort wird ihm der Prozess gemacht. Hier sehen wir ihn mit Scharfrichter und Schergen. Es gibt auch Pflichtverteidiger als komme ich vor, aber natürlich völlig unfair und somit ist natürlich auch jedes Jahr der Richterspruch gleich. Der Richter sagt, Scharfrichter, zünd an, die Badener Fasnacht fährt an. Unsere heutige Gästin ist 20 Autominuten vom Fürli-Bürger in Baden aufgewachsen. Wir kennen sie aus dem TV und Rundfunk. Sie hat so ziemlich alle Kleinkunstpreise abgeräumt, die man kann. Abraumen, sie ist Kabarettistin, Slam-Poetin, Autorin, Moderatorin und so weiter. Sie ist außerdem easy googable, ihr kennt sie. Hier ist sie, Patti Basler. Wie hast du es mit dem Fürli-Bürger? Ja, angezündet habe ich noch nie. Zum Wohl. Zum Wohl. Und letztens hat der Zöpfli ausgesehen wie eine Klimaaktivistin. Also es ist nicht unbedingt so, dass der Fürli-Bürger immer nur eine unsympathische Figur ist, sondern der Fürli-Bürger ist manchmal auch gewissen Menschen unsympathisch und wird darum angezündet. Und dann hat man, sagen wir es doch einfach, man hat Greta Thunberg angezündet. Man hat Greta Thunberg angezündet und das hat auch entsprechend natürlich Reaktionen gegeben und einen kleinen Aufschrei und ganz einen kleinen Shitstorm, aber im Zuge von ganz vielen anderen Problemen auf der Welt ist das relativ schnell untergegangen. Und du bist aber selber Fasnächtlerin?
Ich bin zwungenerweise eben Fasnächtlerin gsi. Ich komme aus einem katholischen Gebiet und dort macht man Fasnacht. Und ich komme aus der Nähe eigentlich von Basel und habe die Schnitzelbänke gesehen. Und ich wollte Schnitzelbänkerin werden, also Berufsschnitzelbänkerin. Okay. Also ich merkte, das ist gar kein Beruf. Dann bin ich Slampoetin geworden, das ist etwas sehr Ähnliches. Du bist schon im zarten Alter von, sagen wir, 6-7 Jahren Berühmtheit gewesen. Wir sehen hier Patti Basler in jungen Jahren mit deiner Gang, oder? Ja, das ist meine Gang, meine Schwester und und Nachbarinnen. Ein Nachbarsbub, zwei Nachbarsmädchen. Genau, hier haben wir die gleiche Gang wieder beieinander. Bei einigen hat es jetzt ein Auto gegeben, aber die Aufstellung ist immer noch die gleiche. Also Patti hier, zwei von rechts. Wir danken dir, Sabine Wunderlin, an dieser Stelle für die wunderbaren Fotos. Ich finde, es ist so eine Sache mit dem Kanton Aargau. Du bist Aargauerin. Ich finde, es gibt ja den Kanton sicher mal, damit nicht zwischen Bern und Zürich einfach nichts ist. Das wäre blöd. Wir sind im Kanton Mittelmass, es hat die grösste AKW-Dichte von der Schweiz, eben viele Autobahnen. Wie war es denn für dich eigentlich, in so einem Kanton aufzuwachsen? Ich weiss, dass die Schweiz uns dankbar ist. Nicht nur Bern ist froh, dass es nicht direkt an Zürich grenzt. Wir sind auch zwischen Basel und Zürich. Und ich glaube, da sind die Basler auch wahnsinnig froh, dass wir hier einen Puffer bieten. Die AKWs müssen ja auch irgendwo stehen. Auch da ist uns die Schweiz dankbar. Ich frisse jeden Tag 2-3 Jodpillen. Ich bin selber inzwischen ein bisschen zu einem Kühlturm geworden. Ich strahle nur, wenn der richtige Brennstab oben ist, tatsächlich. Ja. Und das Tiefenlager ist auch schon parat. Also, ich glaube, die ganze Schweiz ist im Kern, damit wir wieder bei der Kernenergie sind, froh, dass es uns gibt, weil die Kernspaltung von der Seele findet ja auch in unserem Leib statt. Ich kann Aargau und Aarau nicht unterscheiden. Ich meine, es wäre ja so, wie wenn ich würde sagen, ich komme aus Bern, das ist im Kanton Bern. Oder wir sagen ja auch nicht Graros oder Gaubünden oder so. Ein Gau ist ein grösster anzunehmender Unfall. Und im Aargau, wo so eine grosse Kernkraftwerkdichte ist, das ist wirklich Aargau, Supergau. Das sollte man sich im Grunde noch merken, dass das die ganze Region muss beinhalten, wo die Kernkraftwerke stehen. Hingegen Aarau selber hat ja gar kein Kernkraftwerk. Dort ist auch gar kein Gau zu erwarten. Okay, Eselsbrück, sehr cool. Mir würde es wundern, wie gut du die Kantone eigentlich kennst. Wir spielen ein Spiel für das. Für das haben wir die Rubrik, die heißt Voilà Penalty. Ja, wir schauen einfach mal. Es gibt hier zu sehen Orte und Persönlichkeiten aus dem Aargau. Du sagst uns einfach, was wir hier sehen. Das ist mega einfach, das Spiel. Ja, das ist der Tower von Zurzach, wo der Papa Moll oben raus schaut und schaut, dass niemand versauft im warmen Bad dort. Absolut, mega easy. Gut, das war so ein bisschen aufwärmen. Das ist die Baustelle vom sogenannten Fressbalken vom Mövenpick-Restaurant, der in Würrelos sich über die Autobahn spannt. Sehr richtig. Hier sehen wir noch, wie er fertig gebaut ist. Und da haben wir noch eine Innenansicht, eine schöne. Das ist sehr schön, ja. Links mein Vater, rechts davon ich. Sehr schön. Das könnte am Rüebli-Markt sein, in Aarau. Rechts orange Rüebli von der CVP, links gelbe Rüebli. Das sieht aus nach dem Kernkraftwerk Betznau, wo auf einer Insel steht, in den Aare, wo Aarerüss und Limmat zusammenfließen. Das ist echt noch ein schöner Ort für ein Kernkraftwerk, oder? Das ist ein schöner Ort, ja. Es sind auch so zwei sehr fallische Türme, nicht sehr hoch. Man könnte sagen, es sind die Titten vom Aargau, die wir ausmelken, solange es noch geht. Das könnte im Aarauer Kunsthaus sein, aber ich habe keine Ahnung. Das, vielleicht ist es ein Gefängnis. Nein, absolut. Kunsthaus. Sehr gut. Was ist das? Spreitenbach, Schoppi. Oder das Telli-Hochhaus? Voll. Schoppi. Da hier. Brückli-Feld? Ich weiss es nicht. Also, wir haben noch ein bisschen grösser. Sieht nach einem kleinen Stadion aus. Wir haben noch ein bisschen andere Ansicht. Ah, das ist die Pferderennbahn in Aarau. Also, mit Aarau war ich schon mal richtig. Das ist im Schachen. Absolut.
Badeturbine, ABB, BBC damals. Knofo. Sieht nach einer Turbine aus. Ja, sehr wichtig. Ja. Da haben wir 50 Jahre 4. Das ist ein wunderschönes Alle Bild. 36 wahrscheinlich. Ja. Das ist die Eröffnung vom Bözberg-Tunnel. Ich kann es nicht lesen, aber es ist irgendein Tunnel. Es ist ein Tunnel, Schinznacherfeld-Tunnel. Ist das ungefähr dort, wo man euch vorher als Gang gesehen hat? Ja, also noch ein Tunnel weiter vorne. Vor dem grössten war das, vor einem langen, 3,8 Kilometer langen Bözberg-Tunnel. Okay, schön. Das ist etwas, was mir fast ein bisschen wehtut. Die Dame tut Krise verlesen. Ich habe ein Krise-Trauma. Das ist wahrscheinlich Lenzburg, Tero. Sehr gut, ja. Wie ist es mit deinem Krise-Trauma? Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, mit der, wo ich dann in der Primarschule war. Und meine Eltern zusammen mit meinem Onkel Krise, also Plantage, Obstplantage gekauft. Und fortan habe ich meine Sommerferien in der Krisebahn verbracht. Auch die Frühlingsferien übrigens, wo man musste Äste zurückschneiden und Äpfel ausdünnen. Übrigens auch die Herbstferien, wo man dann musste Zwetschgen und Äpfel gönnen. Übrigens auch die Skiferien, wo man musste Äste auflesen, wo der Vater Bäume geschnitten hat. Also wenn die anderen in die Ferien sind oder sind spielen, bin ich in diesen Bäumen gehockt. Ja. Und ich würde nie einen Ohren Rappen ausgeben, zum Krise kaufen, obwohl ich sie gerne habe. Okay. Aber das mache ich nicht. Und mit dem das Körbli, ist wirklich traumatisierend. Mit dem Körbli Krise müssen wir dann nicht kommen, vor deiner Haustür. Nein. Voilà. Keine Ahnung. Wirklich nicht. Ach, der DJ Bobo. Der ist ja auch von Köliken, dort wo die grösste Mülldeponie ist. Und ich finde, es passt. Mülldeponie ist inzwischen abgebaut. Der DJ Bobo lebt noch. Ist echt das, der Peach Weber, als er noch jung ist. Ah, schau jetzt. Natürlich. Schau jetzt, im Schaumbad. Ja. Schweizer Illustrierte. Adidas-Werbung hat er auch noch gemacht. Ja. Voll. Oh, ist das ein Fußballtrainer? Pepe Lienhardt. Der heiratet da, der Udo Jürgens. Das war ein seltsamer Ausschnitt von seinem Hals. Ja, aber nur mal, der schnallt. Er sieht aus wie du. Die ganze Band sieht ein bisschen aus wie du eigentlich. Einfach besser frisiert sind. Also sie sind frisiert, sagen wir so. Sagen wir so, ja. Gut. Mhm. Doris Leuthard. Ja, genau. Mit bestem Dank. Mit dem Lachen von einem jungen, sympathischen Mauleseli. Mit bestem Dank an Joe Diener für das Foto. Ein Mensch mit Schnauze und Stumpen. Moment, das ist aber nicht der ehemalige Nationalrat Gietze dann. Doch, natürlich. Ah, früher Autopartei. Sein Sohn ist ja inzwischen politisch in seine Fußstapfen vertreten. Mhm. Kennst du den? Ich kenne alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Ich bin der Arena zwischendurch. Na ja. Okay, der ist inzwischen älter geworden, der Mensch. Er lebt nicht mehr unter uns gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ein Buch geschrieben, ein schönes. Der Schuss auf die Kanzel. Sehr guter Argauer. Der Hermann Autor. Burger. Sein Sohn ist mit mir in der Schule. Hat auch Hermann Burger geheißen. Hermann Burger, seine Bücher liebe ich. Hier noch ein grösserer Ausschnitt. Das ist die erste Nationalrätin vom Kanton Aargau. Das weiss ich und darum ist es umso peinlicher, ich weiss den Namen einfach gar nicht. Und sie ist die Mutter von der Stadtpräsidentin von Zürich. Ursula Mauch, die Mutter von der Corinne Ursula. Mauch. Aargauer Orden könnte man dir auf jeden Fall verleihen. Bei dieser Punktzahl, die du da erreicht hast, ich würde bei dir hier gerne aushändigen. Ich hätte gerne den aber einbacken in einen Rüebli-Torte. Wir haben eine schöne Rubrik, die heisst Lookalike. Es werden einander verwandte Bilder gezeigt. Le Lookalike. Le Lookalike. Le Lookalike. Le Lookalike. Le Lookalike. Wir sehen links Fallschirmspringer an der Schweizer Meisterschaft im Fallschirmspringen in Aarau 1964. Rechts Frau in Tracht, Landi 1939. Links die Schweizer Herren Skinationalmannschaft in St. Moritz 1972. Rechts Papst Paul VI. Bei seiner Ankunft in Genf 1969. Voilà. Apropos
Lookalikes. Auch die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Es wird wahnsinnig viel demonstriert. Darum kommen wir zu den News von gestern. Ja, Patti? Für oder gegen was tust du eigentlich am liebsten demonstrieren? Ich demonstriere auf der Bühne, für mich, für meine Gage. Okay. Und sonst hast du aber keine Demos, die du gerne besuchst? Ich bin mal an eine Frauendemo gegangen, aber ich hatte dann vor allem auch einen Auftritt gehabt dort, aber es hat mir ein bisschen Angst gemacht. Okay. Wir schauen uns Demos an. Du könntest uns sagen, für oder gegen was... Okay, wir hängen ab, sorry. Du könntest uns sagen, für oder gegen was wird hier demonstriert? Keine Ahnung. Das ist aus deiner unmittelbaren Heimat. Also sehr, sehr nach von dort, wo du bist aufgewachsen. Es ist allerdings natürlich vor deiner Zeit. Kaiser Augst? Ich weiss es nicht. Nein, das war ja ein früher. Nein, das war die Fluor-Geschichte im Fricktal. Ein Fluor? Alles Suisse hat dort ihre Firma gehabt und es sind Haufen Tiere gestorben oder haben Schäden gehabt und die Landschaft hat gelitten, Bäume hat gelitten. Hier sind sie zum Hauptsitz gegangen, die Bauern von der Alu Suisse in Zürich, und haben ihre Tiere mitgenommen, um zu zeigen, wie schlecht es ihnen geht. Wir sind schon fast eigentlich am Ende von unserer schönen Sendung. Wir haben aber noch eine gute Rubrik, die heisst Tiere in der Politik. Es kommen dort Tiere drinnen vor, die das politische Geschehen auf irgendeine Art haben beeinflusst. Voilà. Wir schreiben das Jahr 1968. Das ist der Pelikan Jason als Botschafter von Rhodos auf Besuch beim Stadtpräsident von Zürich, Sigmund Widmer. Offenbar ist gerade keine Person zur Verfügung gestanden. Voilà, dann haben sie einfach den Pelikan als Botschafter genommen. Ist doch gut. Sehr schön, seid ihr alle da gewesen. Schön, bist du da gewesen, Patti. Danke auch. Hat Spass gemacht. Ich singe noch ein Lied. Mit Schnauz, voilà. C'était la sixième émission de Photo à Gogo avec Patti Basler et le sujet spécial, le hareau. Et merci Patti pour être venue. À la prochaine. Merci.